Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die schon laufende Woche. Ja, und ich bin leider am Wochenende nicht dazu gekommen, das Orakel frühzeitig zu machen, weil ich sehr beschäftigt war mit meiner Familie. Ich war ein ganzes Wochenende bei meiner Familie und da passte das jetzt alles zeitlich irgendwie nicht rein. Also kommt es heute am Montag und ich finde, wir kriegen wieder ganz reizende, ganz liebevolle Informationen von den Engeln, was in der jetzt kommenden oder laufenden Woche wichtig ist für uns, worauf wir achten sollten, und ich empfinde es als eine sehr, sehr liebevolle Botschaft und ich spüre eine ganze Menge, aber ich werde es auch zu den Karten nochmal direkt sagen, was da so für mich auch rüberkommt, was gerade so passiert und wo wir auch hingeführt werden, wo wir angenähert werden an neue Dimensionen des Lebens, des Zusammenlebens auf dieser Erde, im Kosmos, und das ist was Wunderbares. Fangen wir einfach schon mal mit der ersten Karte an. Und die erste Karte, die hier kommt, ist die Karte ja Grundlagen, das, was wir erreichen wollen im Leben, das, was unsere Basis ist, unsere Wurzel, unser Zuhause, das, was, wie soll man sagen, auch materielle Dinge, die wir vielleicht manifestieren wollen, Wunschträume, aber auch, wo wir uns verwurzeln, wo wir leben wollen, wo wir sein wollen. Ja, das kann hier dargestellt werden durch ein Haus, das muss nicht zwingend nur ein Haus sein, aber es geht darum, dass sicherlich viele von uns in der kommenden Woche oder laufenden Woche nochmal vor Fragestellungen gestellt werden. Wie geht es hier und da weiter? Welche Entscheidungen treffe ich? Das kann auch mal mit Umzug zu tun haben. Brauchst du vielleicht eine Ortsveränderung? Möchtest du eine andere Wohnung haben? Möchtest du woanders leben, mit anderen Menschen, anderen Gesellschaften zusammenleben in irgendeiner Form? Also wo möchtest du dich eigentlich verwurzeln? Wo gehörst du hin? Wo ist deine Basis? Wo lädst du und tankst du dich auch auf? Also es ist ja ganz viel. Das ist ja, ein Haus symbolisiert ja nur etwas, aber es ist ja ganz viel, um das es da geht. Und die Engel sagen, für einige stehen wahrscheinlich in der kommenden Woche einige Entscheidungen an, ja, die du treffen musst. Ja, hier seht ihr diese, das ist ganz interessant gemacht mit diesen Wegweisern hier. Und da sitzt ein Mann auf einem Steg am Wasser. Das Wasser zeigt, dass diese Entscheidung auch aus dem Unterbewussten abgerufen werden möchte, dass ihr auf euer Bauchgefühl hören wollt und sollt. Da sitzt jemand, meditiert und hat die Hände offen gehalten nach oben, um zu symbolisieren, er möchte es offen dafür, eine Richtungsweisung zu erlangen, eine Einsicht zu erlangen, wo es für ihn hingeht. Und witzig ist, dass wir hier auch ein paar Vögel sehen, also die Luftwesen, die hier auch versuchen, Inspiration zu geben. Und es geht darum, eben eine kluge Wahl zu treffen, die richtige Wahl zu treffen. Es können Zukunftsentscheidungen sein, wie bestimmte Dinge angegangen werden sollen, wie es weitergeht mit euch, welche Richtung ihr einschlagen sollt, was eine gute Option für euch ist, was auch immer das sein kann. Das kann natürlich alles Mögliche sein in eurem individuellen Leben. Aber eine sehr schöne dargestellte Situation. Und die Engel sagen, sei dir bewusst, dass du eben hier auf der Erde deinen wirklich eigenen Pfad, deinen eigenen Weg gehst. Ja? Und sie sagen, ich folge meinem eigenen einzigartigen Weg mit Mut und mit Stärke. Also sie wollen uns ermutigen, wirklich auf uns zu, auf, ja, in uns selber, finde ich hier auch sehr gut dargestellt, hineinzuhorchen, zu horchen, was ist das Richtige für mich, was fühlt sich stimmig an, was sagt mein Bauch dazu, was sagt mein Verstand dazu, wie bringe ich das in Einklang, oder was ist die Führung, die ich bekomme, ja, was ist die Führung, was sind vielleicht Botschaften, Visionen von meinem dritten Auge, das hier, das dritte Auge-Chakra, um das es geht, ja, das sitzt ja hier an der Stirn. Die Karte sagt, ich sehe die Weisheit meines höheren Selbstes und wende diese Weisheit in meinem Leben an. Und es ist interessant, denn es wird gesagt, ich sehe die Weisheit. Das heißt, es können wieder visuelle Botschaften kommen zu euch. Im Außen wahrscheinlich noch, wahrscheinlicher ist im Innen, Träume, Visionen, Eingebungen, Gedanken, innere Bilder, Symboliken, alles kann das sein. Ja? Das heißt, ihr seht die Weisheit eures höheren Selbstes und wendet sie in eurem Leben an. Das heißt, die Engel wollen euch sagen, wendet die Weisheit eures höheren Selbstes für euren Weg an. Versucht nicht aus dem Ego, aus Angst, aus Zweifeln, mangelndem Selbstvertrauen heraus Entscheidungen zu treffen, vermeintliche Sicherheitsentscheidungen, ja, sondern wagt, ja, den Pfad eures höheren Selbstes zu gehen, weil das höhere Selbst kennt ja den Seelenplan, den du dir vorgenommen hast, der dir aber nicht mehr bekannt ist, den du vergessen hast, weil du ja hier in der Illusion lernen wolltest,
wie kann ich eigentlich abgetrennt von Gott und von meinem Seelenanteil, meinem höheren Selbst, mich zurechtfinden und wie kann ich freie Entscheidungen treffen, auch Fehler machen, ganz klar, Dinge lernen, ja, die Seele möchte hier lernen, deshalb sind wir hier. Aber sie möchte uns jetzt auch in Zeiten des Aufstieges auch führen, ja, sie möchte uns auch durchgeben und das kann sie nur, wenn du mal in der Stille bist, wenn du in dich reinhorchst, ja, wenn du Fragen stellst, wenn du die Engel auch um Unterstützung bittest und dein höheres Selbst dir eine Vision zu geben oder etwas oder eine Botschaft aus dem Außen, das ist egal, wie das kommt, jetzt auch, denke ich, ein Beispiel erstmal hier beim dritten Auge, dass etwas kommt, was dich führt. Und ganz interessant ist, dass wir dann nochmal sehr hartnäckig hier diesen Adler bekamen und der Adler steht für das höhere Selbst. Ja, der Adler ist ja ein Vogel, der sehr weit oben oft fliegt, also sehr, sehr hoch. Und er hat einen riesigen Überblick über alles. Und das ist genau das, was das höhere Selbst auch tut. Und in dem Moment, wo du dich mit deinem höheren Selbst verbindest, kannst auch du an diesen Überblick gelangen. Du kommst in eine Distanz zu deinem Leben und du kannst dein Leben von einer anderen Perspektive und Warte aus sehen. Du hörst auf zu beurteilen, weil du das Big Picture siehst. Du bist emotional nicht so involviert. Du bist nicht in deinem eigenen Drama oder im Drama anderer Menschen drin, weil du Abstand hast. Du schaust mit Mitgefühl zu, du lässt dich involvieren, aber nicht überwältigen von der Situation und so kannst du bessere Entscheidungen treffen. Und der Adler sagt uns auch, schwebe über den anstehenden Veränderungen und Sorgen in deinem Leben und sei der große Beobachter, fliege, exploriere und habe Spaß an deinem Leben. Also sie bitten euch, bei allen Entscheidungen, die vielleicht auch dramatisch sein können oder auch Angst machen können, bleib auf dem Weg deines höheren Selbstes, ja, und verbinde dich mit deinem höheren Selbst über Meditation, über deine Träume, über die intuitiven Dinge, übers Kartenlegen. Ja? Leg dir selber Karten und schau, was spricht da zu mir. Und es kommen Botschaften durch. Und interessant ist, dass nochmal diese Karte hier kam mit dem Sternenwesen Arion. Das kam letzte Woche schon. Sei offen, um Botschaften von den Sternen in deinen Träumen oder Meditationen zu erhalten. Also hier geht es um kosmische Botschaften. Ja? Wir sind mehr als nur diese Erde, auf der ein paar Männchen rumlaufen. Das Universum ist voll von Lebewesen, von Seelen, von unseren Sternenfamilie, von Menschen sage ich schon, ich muss sagen Wesen, das ist korrekter, in anderer Form, die aber uns seelenverwandt sind und die mit uns Kontakt auch aufnehmen wollen. Aber nur, wenn wir soweit sind, wenn wir das auch möchten. Das wird sicherlich so unterschiedlich sein. Ja? Das heißt, ich habe das Gefühl, die Engel und unsere höheren Selbst wollen uns vorbereiten darauf, dass wir unseren Horizont, unser Bewusstsein so erweitern, dass uns auch klar wird, dass es eben mehr gibt als nur diese Erde und diese Bewohner, die wir hier haben und die wir immer auch selber gerne kreisen. Ja? Und es ist witzig, weil ich hatte ja letzte Woche schon diese Karte, die kam jetzt halt wieder. Und ich hatte da ein interessantes Gespräch gehabt mit einer Dame und die hat mir ein paar Infos gegeben von einem Sternenwesen. Das hat sich so entwickelt. Das hatten wir nicht beabsichtigt, aber es hat sich so entwickelt. Und es ging auch um Sternenverbindungen, auch unter anderem. Alles ist ja verbunden miteinander. Und so erhielt ich eine gewisse Botschaft auch durchgegeben, die damit zu tun hatte. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und vielleicht geht es in dieser Woche weiter. Also mal schauen. Für mich wahrscheinlich schon und vielleicht für viele andere auch. Also schaut mal, was da zu euch kommen möchte an Informationen. Also das sind die Infos, die ich habe für euch diese Woche. Wünsche euch von Herzen alles Gute für die Woche, eine spannende Zeit. Hört auf euer höheres Selbst, geht den höheren Weg, der für euch vorbestimmt ist. Und ich sage bis bald. Tschüss.